Kochfreunde, ich bin der Matti. Schön, dass ihr zuschaltet. Ich begrüße euch recht herzlich auf meinem Kochkanal Outdoor Kitchen. Leute, heute, das heutige Video ist so eine Art Fastfood-Video. Heute werde ich euch zeigen, wie man leckere Tortilla-Wraps mit Hackfleisch und Salat macht. Bei dem Rezept habe ich mich ein bisschen inspirieren lassen aus der türkischen Küche. Das Ganze erinnert ein bisschen an Lahmacun, ist nur viel, viel einfacher zu produzieren. Und das ist so eine Art Symbiose aus türkischer und mexikanischer Küche. Hier, ich kann dir sagen, dieses Ding, ich habe nicht mal einen Namen dafür. Aber es ist ja auch egal, du sollst ja nicht den Namen essen, sondern diesen leckeren Wrap. Und der ist sowas von lecker. Ich sag dir, da wünschst du dir einen zweiten Magen. Das macht dich satt und glücklich. Und wie du diesen köstlichen Wrap zubereitest, mein Freund, das zeige ich dir in diesem Video. Also bleib dran. An Zutaten brauchen wir 100 Gramm Rinderhackfleisch, guck, dass es nicht zu mager ist. Dazu noch ein Esslöffel Tomatenmark und ein Esslöffel Butterschmalz. Dazu kommen noch 3 gehäutete Tomaten sowie jeweils eine halbe Zwiebel und eine halbe Paprika fein gewürfelt. Ja, und ganz wichtig noch frische Petersilie. An Gewürzen habe ich 1 Teelöffel Salz und 1 Teelöffel Paprikapulver sowie einen halben Teelöffel gemörserten Pfeffer und Koriandersamen. Ja, das Ganze muss ja auch halten, du willst es ja nicht mit Löffel essen, deswegen brauchen wir hier einen Wrap. Ich habe hier einen ganz normalen Weizentortilla mit einem Durchmesser von 30 cm und jetzt fangen wir an zu kochen.
Für die Füllung habe ich hier etwas Eisbergsalat und Dosenmais sowie eine selbstgemachte Knoblauchsoße aus Joghurt, Buttermilch, ausgepresstem Knoblauch sowie einer Prise Salz und Zucker. Leute, ich hab so Bock, das zu essen. Kann nicht reden. Unglaublich, wie lecker Fastfood sein kann und auch gesund. Ich denke mal, das ist gesund. Da sind ja lauter natürliche Zutaten drin und diese Dinger, die schmecken einfach klasse. Ich habe immer noch keinen Namen dafür, egal, Dinger. Das Tolle daran ist, du kannst ja auch wunderbar einfrieren. Und dann machst du keinen Salat am Ende rein, sondern frisch gehobelten Kohl, fülle dir das damit und umwickel das in Alufolie, frierst ein und tauchst bei Bedarf wieder auf und dann mit der Gabel einfach die Alufolie perforieren, 180 Minuten, nee, 25 Grad, keine Ahnung, 180 Grad. 25 Minuten, so ist es richtig. Wenn du wie ich immer nur mit der Kamera redest, dann wirst du irgendwann verrückt. Das ist normal, aber probiert dieses Essen aus und abonniert den Kanal. Bis zum nächsten Mal, Leute, euer Matti.